Heute haben wir die gruselige SCP-Kreatur 066, der komische Schleimball mit den Augen. Dann werden wir noch viele weitere gruselige SCPs abchecken in Roblox, unter anderem SCP-895, SCP-280 und wir werden das mysteriöse UFO SCP-1051 abchecken. Welche davon wird die gruseligste sein? Das erfahrt ihr in diesem Video. Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Roblox-Video auf meinem Kanal. Heute sind wir wieder einmal in der SCP Foundation. Ja Leute, ihr feiert es immer noch und heute eine Special-Episode, denn wir haben eine neue Kreatur, beziehungsweise ist es eine bekannte Kreatur und ich mag sie persönlich, Leute. Es ist nämlich SCP-066. Diese Kreatur ist eine Art, naja, würde ich sagen, ja, wie soll ich das beschreiben? Es ist ein pinker Kaugummi-Schleimball. Es sieht zumindest aus wie ein Kaugummi, der diese ganzen Augen auf sich hat. Also er hat irgendwie 100 Augen gefühlt und er ruft ständig den Namen Eric. Ich weiß nicht, wer Eric ist. Vielleicht ist es ein alter Besitzer. Wir gehen auf jeden Fall rein, Leute. Und ihr lasst alle mal einen Like da. Wenn ihr 1000 Likes auf diesem Video da lasst, dann sage ich euch, Freunde, gibt es eine ganz besondere Folge mit Siren Head. Und das wollt ihr nicht verpassen. Also lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Und oh, da ist er, Leute. Oh Gott, Alter. Hallo? Ist der friedlich? Normalerweise, Freunde, er ist zwar... Habt ihr das gerade gehört? Eric? Nein, ich bin nicht Eric. Ich bin ID-Blocks. Ich bin ID. Was geht ab? Wie heißt du? Sie ist ein bisschen... Ich meine, er sieht schon ein bisschen süß aus. Guckt ihn euch an, Leute. Oh, er kann sich bewegen. Er kann sich bewegen. Okay. Eric. Nein, ich bin nicht Eric. Okay. Nein, hier ist Patrick. Nein, ich bin nicht Eric, Bruder. Aber ich weiß eines nicht. Es sollen die Mythen sagen, dass er nicht gefährlich ist. Er greift einen nicht an. Wir werden es aber abchecken. Und zwar... Nein, ich bin nicht Eric zum dritten Mal. Nein, hier ist Patrick. Okay, wir gehen rein, Leute. Ich weiß jetzt nicht, ob er einen angreift. Ich bin nicht Eric, Bruder. Ich bin nicht Eric. Hallo. Greift er einen an? Er macht kein Damage. Er macht keinen Damage. Oh, er bewegt mich. Schaut es euch an, Leute. Ich kann automatisch... Ey, ich laufe automatisch. Oh Gott, Alter. Nein, wo führst du mich hin, Bro? Wo führst du mich hin? Das ist die falsche Tür. Willst du mich hinbringen, Bro? Ich bin nicht Eric. Verstehe es. Ich bin nicht Eric. Er kommt hier nicht rein, Leute. Oh nein, der arme Freunde. Er kommt nicht rein. Du armer... Nein, warte mal. Leute, ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Der hat mich hier eingesperrt. Der hat mich hier einfach eingesperrt, Alter. Warte mal, was ist denn das für eine SCP-Kreatur, die wir gerade abgecheckt haben? Wo sind wir gerade? SCP-895. Und nein, ich bin nicht Eric. Leute... Bitte schreibt nicht in die Kommentare. Bitte schreibt nicht Eric in die Kommentare. E-R-I-C. Nicht in die Kommentare schreiben. Nicht kommentieren mit Eric. Bitte, Leute, weil den Namen will ich nicht mehr hören. Ich will den heute nicht mehr hören. Bis zum Rest des Tages möchte ich den Namen Eric nicht mehr hören. Wir gehen auf jeden Fall in SCP-895 jetzt hinein und... Oh, okay, das gefällt mir nicht. Ey, ich bin nicht Eric! Und ich mach... Ich mach die Tür zu. Ja! Yeah. Es steckt einfach sein Auge noch so ab. Sorry, Mann, aber nein, ich bin nicht Eric. So, ich will dich hier nicht mehr sehen. Okay, Leute. Checken wir diese Kreatur ab. Was ist es für eine? Ich weiß es nicht. Oh, das geht hier tief runter. Und was ist das hier? Ein Laborkittel? Was ist das? Man kann sich hinsetzen. Okay, was bringt mir das? Kann man da irgendwie reinsehen? Es sieht nach einem Grab aus. Es sieht nach so einem Sarg aus. Wir checken das mal ab, Leute. Wir gehen dazu einfach mal runter. Ein bisschen einen kleinen Gruselfaktor. So ein kleines bisschen. Könnt ihr mal schreiben, was haltet ihr von diesem SCP, den wir gerade gesehen haben, der Eric ruft. Yo, yo, yo. Da ist es. Es ist ein Grabstein. Ich weiß nicht, was er macht. Ich weiß nicht, was er in der Lore von der SCP Foundation macht, aber ich kann mir nur eines denken. Wer auch immer da drinne ist, er will raus oder er will uns reinholen. Also gut, trauen wir uns hinein. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Ja, doch, ein bisschen ziemlich viel. Okay, hier sind Lichter. Was passiert, wenn ich auf das Ding draufgehe? Ich weiß es nicht, Leute. Oh, oh, wow! Yo! Alter, es ist Venom oder so! Es breitet sich aus! Es breitet sich aus! Was ist das für ein Zeugs? Macht das Damage? Sieht nicht aus, Alter. Es sah so aus, als würde der gerade wachsen, Bro. Oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh!
yo, 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 ich bin drin, Leute. Ich komme nicht mehr raus. Hilfe, Hilfe. Oh, nein, 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 nein. Eric, hilf mir, SCP. Ich komme nicht raus. Oh Gott, Alter, er hat mich, Leute. Hilfe. Oh, nein, ich bin im Grab drin, Leute. Oh, nein. Okay, das war echt gruselig, Leute. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Was ist das? Wir sind ganz alleine heute hier. Wir sind ganz alleine heute hier unterwegs. Dann würde ich sagen, Freunde, wir gehen wieder zurück in den Raum, wo wir gerade waren und checken noch die anderen Kreaturen ab, denn ihr habt es ja gerade gesehen. Diese eine SCP-Kreatur, die war da. Die hat diese Tür blockiert. Eric, 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 Bruder. Er ist nicht... Er ist weg. Leute, er ist weg. Seht ihr das? Er ist wieder in seinem Käfig gesperrt. So. Nein, ich bin nicht Eric und ich mache jetzt die Tür zu. Als nächstes checken wir nämlich SCP-280 ab. Objektklasse Keter. Oh, ich mag keine langen Gänge. Ich mag keine langen Gänge. Wenn ich euch das so sagen darf, ich mag es nicht, wenn der Gang so lang ist. Aber gut. So, was ist das hier? Sieht nach, sieht interessant aus. Okay, hier ist ja gar nichts. Hier ist niemand. Was ist das? Hört ihr das? Das Geräusch gerade. Das ist irgendein dämonisches Geräusch. Ah! Oh, Mann, Alter. Oh. Oh Gott, ich bin hier drin. Komme ich hier nochmal raus? Was war das? Das war wieder so ein dunkler Lego-Mensch. Leute, diese gruselige Kreatur hat richtig Damage gemacht. Wir haben ein Problem. Wir müssen hier raus. Aber es gibt nur eine Methode, wie wir hier raus können. Wir müssen die Tür öffnen. Nur eine Möglichkeit. Ich komme hier sonst nicht raus, Leute. Es ist zu groß. Es ist zu strong. Okay, alles klar. Oh, nee, nicht gut zu machen. Okay, Alter, raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Was auch immer das für eine Kreatur ist. Sieht aus wie ein Schattenmonster. Wie so ein Schattengespenst. Ich hau hier ab. Okay, okay. Was ist das? SCP-076? Ein Würfel. Kam das Geräusch von hier? Ich weiß nicht. Ich mach mal hier zur Sicherheit zu. Weil es ist immer doppelt... Was ist das für ein Geräusch? Haben wir den schon mal gehabt? Okay. Oh. Hey! Bro! Den kenne ich! Den kenne ich! Leute, ich kenne ihn! Bro, der war doch einmal in meinem GTA-Video. SCP-076. Ich kenne den! Leute, der ist nett. Der ist nur... greift er einen an? Ich glaube... Nee, der ist alles gut. Der ist alles gut. Oh. Leute, ich glaube, er greift einen doch an. Oh mein Gott! Er greift mich doch an! Hilfe! Help! Wie bin ich hier raufgekommen? Hey, der macht Damage von hier. Der kann immer noch Damage machen von hier. Kannst du mich treffen? Ah, Bro, du kannst mich gar nicht treffen. Alter, er schafft es nicht. Hilfe, Leute. Oh Gott, die Tür. Oh, 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 oh. Hilfe, 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 Hilfe. Oh, 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 oh. Alter, der jagt mir hinterher. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Oh, ich weiß nicht, wohin mit mir. Wo soll ich hin? Ich laufe hier. Ich weiß gerade nicht, in welchen Raum ich gegangen bin. Ich weiß jetzt nicht, wo ich bin. Es ist auf jeden Fall ziemlich dunkel hier drin. Was ist das für ein Ort? Wo bin ich? Leute, wisst ihr etwa, wo ich bin? Wirkt irgendwie merkwürdig. Ist dort hinten was? Hallo? Was ist das? Wo bin ich? Sind das Häuser? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Leute, Leute von heute. Was ist das für ein merkwürdiger Ort? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, 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 okay. Es sieht aus wie so eine Art SCP-Kreatur. Wo kommt das Geräusch her? Ich sehe nichts. Oh! Was bist du? Bist du der M&M's Mann? Bist du der M&M's Mann? Ich will mal dich sehen. Ah, er hat nur einen Arm, Leute. Er hat nur einen Arm. Er hat nur einen Arm. Okay, der einarmige Bandit ist mal wieder hier. Er schlägt zu. Hallo, alles gut? Macht er Damage? Ah, der ist doch gar nicht so gefährlich. Guck mal. Er macht mir Damage. Meine Taschenlampe steckt gerade in ihm drin. Hey, Mister. Hey, ist ja gut, Alter. Entspann dich. Warte, ich krieg Damage. Oh! Das war keine gute Idee, dahin zu gehen. Das war keine. Aber Leute, es gibt noch einen Raum. Einen Bonusraum. Und zwar, da gehen wir jetzt als nächstes hinein. Aber bevor wir das machen, gehen wir nochmal ganz kurz hier in diesen Raum hinein. Und ich glaube, hier kann man nämlich Boombox anmachen. Ich weiß nicht, was die macht. Geben Sie eine Nummer für den Song ein. Okay, it's raining. Nein, nein, nein. Bruder, was war das gerade? Man kann Songs abspielen?
Gibt es SCP-Kreaturen, die darauf reagieren? Also, das wäre jetzt cool. Grüner Apfel. Oh ja, Leute, den grünen Apfel esse ich jetzt sehr gerne. Köstlich, schmöchtlich, Leute. Okay, wir haben einen Burger. Oh boy. Ich glaube, ich fütter die nächste SCP-Kreatur mit einem Burger. Da habe ich Bock drauf, Leute. Ich glaube, ich biete ihm einen Burger an. Vielleicht sind sie ja alle nur so böse, weil sie Hunger haben. Das könnte sein. Deswegen essen sie mich ja ständig auf. Ich biete dem jetzt was anderes an, was ein bisschen mehr lecker schmeckt. Weil, ich weiß nicht, meine Haare und so und die Pullover aufzuessen, das schmeckt doch... Ah, ist immer noch da! Ist immer noch da, Leute! Der Typ ist immer noch da hinter mir! Rein in den Raum! Oh, nein, 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 nein! Nehmen Sie den Burger! Nehmen Sie den Burger! Hier, hier! Ich habe lecker Burger für Sie! Ich habe lecker, lecker Burger! Nehmen Sie den doch! Oh, oh! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Leute, Leute, komm, komm, komm! Tür abschließen! Ich wollte gerade die nächste SCP-Kreatur ankündigen. Ich weiß nicht seine Nummer, aber ich weiß, dass es eine Art 3D-Brille ist. Ihr kennt doch die alten 3D-Brillen mit dem roten Glas und dem blauen Glas. Da gehen wir jetzt als nächstes hinein und vielleicht hat die nächste SCP-Kreatur ja Bock auf einen Burger. Lecker Schmecker Burger. Das Ding sieht aus wie, ich weiß nicht, wenn man GTA 5 auf PlayStation 1 Grafik spielt. Das ist ein Schattenmonster. Okay, hey, hallo. Möchten Sie eine Burger? Nein, Sie wollen keine Burger? Wollen Sie eine Burger? Hier, lecker Schmecker. Kleiner Burger. Schmeckt sehr gut. Kann ich die Brille da eben anprobieren? Ist das okay? Darf ich vielleicht die Brille? Mister, können Sie mich bitte nicht wegschieben? Ich würde gerne die Brille dort hinten anziehen. Was ist denn das Problem, wenn ich die Brille eben anziehe? Ich teste es jetzt aus. Oh, der ist wütend. Der ist wütend. Ich ziehe die Brille an. Ich ziehe sie. Ich habe sie angezogen. Juhu, ich habe die Brille angezogen. Aber was passiert denn jetzt? Greift er mich an? Wer der Augenmonster? Ist das neu? Moment, ich mache das. Oh! What's going on? Wie? Hä? Moment, was ist gerade passiert? Leute, ich bin einfach diese SCP-Kreatur gerade geworden. Okay, greifen wir ihn an, Leute, greifen wir ihn an. Monster Nummer 1, na los, nimm das, Alter, komm. Nimm das, Bruder, ich mach dich fertig, hier, let's go. Links, oben, unten, zack, zack, ich mach dich fertig, komplett. Hier, links, rechts und irgendwie scheint er gar nicht down zu gehen, Leute. Und haben wir das UFO-SCP schon abgecheckt? Das ist, glaube ich, das UFO. Das ist, glaube ich, das UFO. Okay, Leute, ich verstehe nicht, wie kann ich wieder normal werden? Ich würde gerne... Ich kann nicht mehr normal werden, das gibt's ja nicht. Ey, Mr. Spinnenmann, ich würde gerne wieder normal werden. Können Sie mich wieder zurückverwandeln? Es muss doch eine Möglichkeit geben. Warte mal, ich könnte mich doch resetten, oder? Wow! Oh ja, ich bin wieder da. Leute, ich glaube, eine Kreatur haben wir noch nicht abgecheckt in dieser Ecke. Denn es gibt wirklich so viele SCPs. Guckt euch alleine mal, wie groß dieser Raum ist. Dann gehen wir in den nächsten Gang hinein und von dort aus kommen wir in den zweiten Gang. Es gibt Backrooms. Leute, guckt euch das an. Es gibt sogar die Backrooms. Aber das ist etwas, was ich mir fürs nächste Video... Habt ihr das Monster gerade gesehen? Das würde ich mir fürs nächste Video aufheben. Also wenn ihr das möchtet, schreibt alle mal Backrooms in die Kommentare. Und vergesst nicht, bitte Eric in die Kommentare zu schreiben, okay? Bitte nicht Eric reinschreiben, okay? Das ist alles gut, Leute. Das ist alles, was ich will. Wir haben nämlich noch eine Kreatur offen. Und zwar SCP-1051. Man sieht ein UFO dort hinten. Und so wie es aussieht... ist hier kein UFO in diesem Raum? Ich sehe nur ein Haus. Der Hausfresser, oder? Hallo? Oh oh. Oh nein, das gefällt mir. Oh nein, die Bäume sind transparent. Oh, oh, der frisst mich. Oh, der frisst mich. Oh nein, oh nein, 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 nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nein, nein, nein. Oh, Leute, ich bin im Haus drin. Ich bin im Haus drin. Oh Gott. Warte mal. Oh, ich bin im Haus drin, Leute. Hilfe. Wie komme ich hier raus? Ich bin entkommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, 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 Alter, ich sehe gar nichts, Mann. Wo ist das UFO? Das ist kein UFO. Hilfe. Ey, der kann hier raus. Er kann hier raus. Na los, rein da, rein da, rein da, Alter. Ey. Oh Gott, wenn er jetzt hier runterklettert. Oh nein, Leute, ich habe ein dickes Problem. Oh nein, was habe ich da mich nur reingeritten? Was habe ich mich da nur reingeritten, Freunde? Kann er mir helfen? Na los. Oh, der macht Damage. Der macht auch Damage. Leute, ich glaube, wir sind gerade in der Sackgasse drin. Freunde, wenn ihr auf jeden Fall wollt, dass wir den nächsten Part machen, wo wir die Backrooms oder Siren Head besuchen,
dann schreibt's gerne in die Kommentare rein, Leute. SCP Backrooms, das ist das nächste Video. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. ID ist raus, haut rein und vergesst nicht, ein Like da zu lassen und bitte Eric nicht in die Kommentare schreiben. Ne? Okay, haut rein, ciao. Nicht kommentieren mit Eric. Nicht in die Kommentare schreiben.